Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam und das wir dem Fußballverstand unserer Spiel aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeyer aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern, halbrechts Morlock, Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und soeben hat Schiedsrichter Link aus England das Spiel angepfiffen. Übrigens derselbe Schiedsrichter, der schon das erste Spiel gegen Ungarn pfiff. Das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht. Vorbei und uns Selbstvertrauen geben. Come on!
Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Wann sieht man ein solches Endspiel so ausgeglichen, so packend, fauler? Potschik, immer wieder Potschik, gerechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Zwei für Deutschland im Spiel gegen ungeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt. Komm zu Boczek.